Kleider zum Mieten für eine monatliche Flatrate. Immer mehr Firmen bieten das an. Aber wollen die Kunden wirklich aufspringen aufs Klamottenkarussell? Etwas ausleihen? Nee, dann kaufe ich es mir lieber. Ja, fände ich gut. Komischer Gedanke, wenn da vielleicht schon 20 andere Leute vorher drin gesteckt haben. Ich trage lieber ein Stück, was ich liebe, als dass ich ständig irgendwas Neues trage. Wenn mir die Klamotten gefallen von der Seite, ist es auf jeden Fall kein schlechtes Angebot. Klar, hört es sich erstmal ganz gut an, allerdings hat man ja auch mal seine Lieblingsstücke, die man halt immer wieder anziehen mag. Das ist das Lager von Mayon Bell in Laichlingen am Rande des Bergischen Landes. Geschäftsführerin Nina Blasberg nennt es den unendlichen Kleiderschrank. Das Start-up-Unternehmen verleiht Kleider an rund 1500 Kundinnen. Für 39 Euro im Monat bekommt man eine Box mit zwei Teilen zugeschickt. Welche Kleider drin sind, ist eine Überraschung. Allerdings eine, die sich an den Vorlieben der Kunden orientiert. Denn auf der Internetseite kann man markieren, was einem besonders gut gefällt. Wir bieten es an, dass man so oft pro Monat zurückschicken kann, wie man will, für diesen monatlichen Fixbetrag. Wenn man aber jetzt nach jedem zweiten Tag zur Post geht und es wieder zurückschickt und 4-5 Pakete pro Monat hat, rechnet sich das für uns nicht mehr. Und das kann man natürlich machen, weil an sich ist es einem nicht verboten. Aber grundsätzlich ist es so, dass die meisten Leute 1-2 Boxen pro Monat haben. Anderer Laden, etwas anderes Konzept. In der Kleiderei, einem Kleiderverleih mit Filialen in Hamburg und Köln, kann man nur einmal im Monat tauschen. Dafür kriegt man für 34 Euro 4 Teile. Und die ist ein bisschen Schlafanzugshose, aber irgendwie cute. Fand ich. Total. Voll süß, oder? Die Auswahl reicht von gut handverlesenen Kleiderspenden bis hin zu hippen Entwürfen junger Designer. Stammkundinnen kommen manchmal auch persönlich vorbei. Ich habe viel mehr Klamotten zu Hause letztendlich. So. Und das ist für mich deswegen das ideale Konzept, weil dann kann ich so ein bisschen rumstöbern, ohne super viel Geld ausgeben zu müssen für Sachen, die ich vielleicht ein, zwei Mal anziehe und dann wieder doof finde. Das Angebot an Alltagskleidung zum Mieten wächst. Beim holländischen Anbieter Majeans gibt es für 7,50 Euro pro Monat eine Leihjeans. Nach einem Jahr kann die Hose getauscht werden. Die alte wird recycelt. Das Startup Kilenda aus Magdeburg vermietet Kinder- und Umstandsmode. Auch die schwedische Modekette Philippa K. probiert neuerdings das Vermieten von Kleidern aus. In der Berliner Filiale kann seit September ausgeliehen werden. 4 Tage lang für 20% des Verkaufspreises. Michael Kuhnt ist Konsumforscher und diskutiert das Thema Kleidermieten schon mit großen Handelsketten. Ich denke, dass Kleidermieten im Moment einen Trend darstellt tatsächlich, weil wir gerade was Neues lernen. Wir lernen Sachen nicht nur zu kaufen, sondern auch zu nutzen. Das haben wir beim Carsharing unter anderem gelernt. Es war früher mal ganz klein, es gab nur ein oder zwei Anbieter. Mittlerweile sind alle Automobilfirmen da unterwegs und man findet das in ganz vielen Städten. Und ich glaube, so ähnlich wird das auch irgendwann mit Kleidermieten sein. Experten gehen davon aus, dass wir in ein paar Jahren sogar beim Discounter um die Ecke Kleider mieten können. Dann werden vielleicht nur noch Lieblingsstücke dauerhaft in unserem Kleiderschrank hängen. Als Besitz, nicht gemietet.